Moin moin, mein Name ist Paddy und ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Game Testicle HD. Heute geht's ja weiter mit MLB 15 The Show und dem Road to the Show Modus mit unserem Leftfielder Brandon Garcia. So, als erstes schauen wir uns hier mal die Stats an. Brandon Garcia, 29 Spiele, 35 Hits bei 120 Versuchen, also fast ein 300er Average hier. Und dann gucken wir mal, was wir denn hier heute schaffen. Wir spielen also das Spiel gegen die Mobile Bears. Und die Aufnahme von dem letzten Spiel ist schon etwas her, weil ich zwischendurch in London gewesen bin und da einiges vorproduziert hatte. Deswegen erinnere ich mich jetzt gar nicht mehr an die letzte Folge, ehrlich gesagt. Aber wie man hier sieht, in den letzten 10 Spielen haben wir auf jeden Fall sehr, sehr ordentlich gespielt mit dem 383er Average. Und darunter waren auch 3 Home Runs in 10 Spielen. Also da haben wir ordentlich auf uns aufmerksam gemacht. Und es kann eigentlich nur eine Frage der Zeit sein, bis wir hier endlich zu höherem berufen werden. Ich bleibe jetzt auch hier erstmal bei den Einstellungen, was das Schlagen angeht, da ich MLB nicht mehr so häufig spiele. Und wenn man da die andere Schlagmechanik verwendet, wo man selber noch das Fadenkreuz hat, das bedarf doch nochmal einer erhöhten Schwierigkeit. Und wenn man das Spiel jetzt nur noch, sage ich mal, so 2-3 Stunden die Woche spielt, dann kommt man hier mit dem Directional Hitting doch etwas besser weg. Spiele halt meistens immer die Spiele, ja, die gerade aktuell sind, beziehungsweise die ich auch gerade dann im Fernsehen beziehungsweise auf dem Laptop anschauen kann. Und die MLB ist jetzt vorbei. Die Kansas City Royals haben sich die Meisterschaft geholt gegen die New York Mets. Und deswegen ist jetzt erstmal Off-Season, was Baseball angeht. Und da liegt mein Fokus jetzt im Moment eher auf Football, Basketball und Bundesliga. Und wenn ich das dann schaue, dann spiele ich sozusagen auch MLB The Show nicht mehr so häufig. Oh, hier beginnen wir mit einem Strike. Er hat sich da in die Strike-Zone reingedreht, der Ball. Und der, wo geht der hin, wo geht der hin? Ist das ein Base-Hit? Ne, ich glaube nicht. Ah, schade, da wird er aus der Luft abgefischt vom Centerfielder. Solid Contact immerhin, also ein paar Trainingspunkte konnten wir ergattern und wir simulieren jetzt hier. 0-0, immer noch, zweites Inning. Der Catcher Nick Grubbs am Schlagmeil für die Bay Bears. Oh, 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 da müssen wir rennen, da müssen wir rennen, da müssen wir rennen. Nein, den kriegen wir nicht. Das gibt's doch nicht. Alter. Das gibt ein Triple. Ist der vielleicht out? Nein. Ja, ist das ein Error? Ich glaube nicht. Ich glaube kein Error. Weil der sehr schwer zu fangen war. Weil der natürlich da direkt Richtung Zaun rast, der Ball. Und wir kommen einfach zu spät. Garcia hält den Handschuh noch hoch und da dachte ich, dass der Gegner, dass der Mitspieler direkt dahin läuft. Stattdessen lässt er uns da erstmal durch die Gegend irren. Und jetzt haben wir hier einen Spieler auf der dritten Base. Jetzt wird's schwierig natürlich. Na, dann kriegen wir nicht mehr hier den Ball. Da konnten wir nichts machen. Erste Punkte für die Bay Bears. Wir simulieren weiter. 1-1 der Ausgleich von unserem Team. Brandon Garcia Schlag am Schlag mal. Drittes Inning, einer out, einer auf der Base. Ah, wer ist der? Da ist der Pitcher auf die Base gekommen, oder was? Null Steal und null Speed. Wir kriegen den 95 Meilen Fastball als Strike serviert. Ah, das ist ein Easy Ball. So, weiter geht's. Ein Ball, ein Strike für Garcia. Ah, den gibt der als Strike. Das gibt's doch nicht. Den habe ich als Baller gesehen und dann geht er genau an die Kante.
Jetzt stehen wir da, zwei Strikes wieder. Oh, was wollte er denn damit erreichen? Da wirft er uns ja bald ab hier. So, zwei Balls, zwei Strikes. Komm schon. Und wo geht der hin? Na, der wird wahrscheinlich wieder aus der Luft. Gleiche Richtung wie eben. Center Fielder ist da. Wieder Solid Contact, aber mehr auch nicht. Die nächste Simulation bringt uns ins vierte Inning und Nick Grubbs ist wieder am Schlag mal. Den kennen wir doch schon, den Jungen. Der hat doch eben schon den Ball Richtung Zaun gefeuert. So, etwas bewegen hier. Den sollten wir kriegen, wenn nichts schief geht. Ja, easy Ding diesmal für Garcia. Nachdem er uns da im zweiten Inning so geärgert hat. Oh, 4-1. 4-1 steht's. Alan Yamada am Schlag mal. 4-1 für uns. Sehr schön. So, ein bisschen zurück noch. So, stehen wir gut. Zack, nächster Ball aus der Luft. Zwei gute Aktionen jetzt hier. Und jetzt muss offensiv mal was kommen. Zweimal so einen blöden Hit mitten zum Centerfielder. So, diesmal kriegen wir hier den Ball bei dem tiefen Ball. Ach, genau in die Ecke. Guter Pitch, guter Pitch. Komm, gib mir mal einen in die Mitte hier jetzt. Den, der geht durch. Sehr schön. Base-Hit für Brandon Garcia hier. Sauber, schönes Ding. Solid Contact wieder. Und diesmal sind wir hier auf der Base. Keiner out. Komm, da reagieren wir direkt aggressiv. Beim ersten Pitch versuchen wir direkt mal den Steal hier. Ach, er versucht da den Pick-Off-Move. Und, aber wir sind zu schnell. Wir sind zu schnell. Base-Steal. Haha. Ich dachte, er pitcht und er wirft zur ersten Base und wir laufen los. Das klappt in der MLB natürlich nicht. Das haben wir Glück, dass wir hier noch in der Double-A-Liga sind, dass wir hier den Steal kriegen. Normalerweise ist das ein klares Out für uns. Aber gut, wir sind auf die zweite Base gekommen. So ein Krüppel-Steal hatten wir schon mal. Und jetzt reicht ein vernünftiger Base-Hit und wir können eventuell nach Hause laufen. Ja, das ist kein... Doch, den da ziehen wir durch, da ziehen wir durch. Komm, Garcia, gib Gas, gib Stoff. Naja, kurz gestoppt an der dritten Base. Weil ich konnte nicht direkt sehen, ob er da durchgeht. Mit 153 Scores sind wir hier auf Platz 2. Jetzt wird der Pitcher hier auch ausgewechselt beim 5-1. 7-1 steht mittlerweile. Also der andere Pitcher hat es auch nicht unbedingt besser gemacht. Sechstes Inning, wir sind wieder da am Schlag mal. Sechs Pitches hier erst, der Kollege. Wieder so ein Borderline-Strike hier. Ach, der geht nicht weit, glaube ich. Da ist der Left Fielder zur Stelle und schnappt sich den Ball. Für die, die meine Basketballkarriere hier auf dem Kanal nicht verfolgen, da hatte ich es schon in einem Video erwähnt oder ja, wahrscheinlich kommt das auch erst nach dem Video. Ist ja auch egal, auf jeden Fall habe ich hier jetzt ein neues Mikro am Start. Ihr solltet also meine Stimme jetzt etwas besser hören. Hoffe zumindest, dass man das direkt bemerkt hat. Das war eigentlich der Sinn hinter der Sache. So, ein seltenes Phänomen. Wir schwingen hier nach einem Ball und treffen ihn nicht. Dadurch zweiter Strike. Sind wir hier natürlich in der Defensive. Der Pitcher kann erstmal werfen, wo er hin will. Und wir müssen höchst konzentriert sein. Aber beim 9-1 ist auch nicht mehr ganz so wichtig. Da springen sie vorbei. Da springen sie wieder vorbei. Base Hit Garcia. Eigentlich nicht so gut getroffen, den Ball.
Aber da haben wir richtig Glück gehabt, dass der durch die Lücke da durchfliegt. So, diesmal ärgern wir den Pitcher hier nicht. Ist auch ein Linkshänder. Gegen Linkshänder zu stealen ist immer noch mal ein Stück schwerer als gegen Rechtshänder. Weil, wie ihr seht, er steht natürlich mit dem Gesicht direkt zu uns. Da kann man sich nicht mal richtig wegschleichen. Oh, da ziehen wir durch. Da ziehen wir durch, da sind wir schnell genug. Sehr schön. Da haben wir den Speed, ziehen wir durch bis zur dritten Base. Und jetzt sind die Runner hier auf 1 und 3. Richtiger Blowout hier. Zweiter Strike. Komm, einfach nur den Ball treffen, wir rennen nach Hause. Und schon haben wir 10 Punkte am dem Board. Ach, so geht's natürlich auch. Sehr schön da hinten. Der andere kommt sogar auch noch nach Hause, oder? Ja, der zieht auch durch da hinten. Guckt euch das an. Kabumm, von der ersten bis zur Homebase. Der war natürlich richtig schön da hinten in die Ecke geschlagen. Der andere mal, der macht ein Double. 11-1, jetzt hier 12-1. Bam. Erstes Spiel mal ordentlicher Blowout hier direkt gegen die Baybears. Fünfmal am Schlagmal, zwei Hits für Brandon Garcia. Zwei Runs erzielt. So kann es weitergehen. Jury Parris war Spieler des Spiels. 15 Hits insgesamt, 95 Trainingspoints für Brandon Garcia. Dann gucken wir mal, wie viele Trainingspunkte wir hier überhaupt noch haben, ob wir direkt nochmal wieder was ausgeben können hier. Wäre natürlich gut. ...115 haben wir insgesamt kassiert, weil wir haben hier für einen 5-Game-Hitting-Streak nochmal 20 Punkte bekommen. Ja, 519 Trainingspunkte haben wir hier. Gesunken sind noch keine Werte. Mal gucken, ob wir hier beim Fielding nochmal ein bisschen was investieren, damit wir in der Defensive besser sind. Damit uns da nicht nochmal so ein Fehler passiert. Investieren wir jetzt hier einfach mal ein paar Punkte. Dann können wir den Ball zumindest besser fangen. Weil offensiv läuft es ja im Moment. Und jetzt gehen wir hier gegen die Pensacola Blue Wahoos. Hier sehen wir unsere Career Stats nochmal insgesamt. 296er Average, 6 Stolen Bases, 21 RBIs. Immer natürlich noch in der AA-Liga hier. Wäre da schön, wenn da bald AAA steht. Ich habe das Gefühl, dass wir kurz davor sind, nach oben berufen zu werden. Bei so einer Leistung, die wir hier bringen, ist auf jeden Fall sehr gut. Oh, schönes Riesenrad da hinten am Start. Das sieht ja schön aus. Hauen wir doch direkt mal einen Ball da hinten raus. Kriegen die auch mal ein. Okay, nicht ganz. Eine Achterbahn da hinten. Oh, das Stadion gefällt mir. Hier will ich hin. Also nicht, dass ich jetzt getradet werden will, aber das finde ich cool da hinten. Sonst ist hier nicht so viel los. Wahrscheinlich kriegen die Leute hier auch noch freien Eintritt, wenn sie in den Vergnügungspark gehen, dürfen sie noch ein Baseballspiel angucken, würde mich auch nicht wundern. Oh, direkt mal Home Run hier, von wem? Von uns, sauber, 1-0 die Führung. So kann das Spiel doch beginnen. Wir sind hier am Schlagmal, zwei Leute auf den Bases, einer out. Ja, wir könnten mal direkt mal mit einem geilen Hit hier unser Team ordentlich in Führung bringen. Ja, dann etwas übermotiviert nach dem ersten Ball ja geschlagen. Ah, und der hüpft ins Foul Territory. Scheiße, zwei Strikes hier gleich. Zwei tiefe Bälle hier. Er will einen Groundball für einen Double Play haben. Und der geht gut, der kommt gut da hinten hin. Sauber. Und einer kommt nach Hause, so muss das sein. 2-0 die Führung. Zwei Strikes und den dritten treffen wir wieder gut. Ich dachte doch, er läuft richtig gut. Jury Parris, Centerfielder. Ein Schrittchen können wir mal hier nach vorne machen. Und wir sehen hier, der First Baseman steht auch sehr weit weg von der Base. Weil er natürlich eigentlich keine Angst vor einem Base-Steal haben muss, weil auch die zweite Base ist ja besetzt. Denn auch wenn ich hier zu weit weggehe, dann reagiert auch er, aber ein Schrittchen kann man da immer machen. Zwei Balls, zwei Strikes. Und der bleibt fast da hinten liegen. Out an der ersten Base wird gemacht. Wir kommen locker zur zweiten Base.
war das zweite Out jetzt hier. Carlos Corona hat jetzt hier die Möglichkeit, mit einem Hit nochmal ordentlich Punkte einzufahren für unser Team. Runner auf Base 2 und 3. Ah, der geht ins Foulfeld. Schade, zwei Strikes jetzt hier für Corona. Ach, und dann gibt es den Strikeout hier. Der Ball hatte den Boden berührt, deswegen versucht er ja nochmal zur ersten Base zu laufen, aber der Ball kommt vor ihm da an. Damit ist er out und das erste Inning ist noch nicht vorbei. Denn in der Defensive müssen wir ran. So, jetzt wird es interessant, zwei Leute auf den Bases und wir haben die Chance hier das letzte Out zu machen, um das Inning zu beenden. Keine Scheiße machen hier. Och Gott, das gibt einen Homerun. Der ist weg, der Ball. Da können wir nichts machen. Ja, da freuen sie sich und schon gehen die Blue Wahoos mit 3-2 in Führung. Da konnten wir nichts machen bei dem Ding. Aber, 4-3 steht es mittlerweile. Jeder nochmal einen Punkt gemacht. Brandon Garcia ist wieder am Schlagmal. Ich überlege jetzt mal, so einen Ball zu banden. Also einfach den Schläger quer zu halten und ihn abtropfen zu lassen, damit der Runner von Base 1 auf Base 2 vorrücken kann. So, das Ganze gelingt auch. Vielleicht schaffen wir es sogar bis zur ersten Base. Jawohl, wir schaffen es auch so auf die erste Base. Sehr schön. Da schafft der Third Baseman es nicht, den Ball rüberzubringen zur ersten Base. Sowas kommt immer sehr überraschend. Haben wir noch nie erfolgreich hier jetzt gemacht. Deswegen war die Defense darauf nicht vorbereitet. Und so haben wir mal schön einen Base-Hit hier abgestaubt. In knappen Spielen gern genommen sowas, weil jeder Run zählt im Moment, um den Ausgleich hier zu erzielen. Ah, der geht ins Foulfeld. Mittlerweile ist es hier auch dunkel geworden. Mal gucken gleich, ob die Achterbahn immer noch fährt im Dunkeln. Aber erstmal konzentrieren wir uns jetzt hier drauf, dass wir eventuell Punkte machen. Ja, komm. Ach, das gibt ein Double Play. Können wir den umgrätschen? Ja, wir grätschen durch ihn durch. In Wirklichkeit versucht man da immer zu grätschen. Was? Nein, das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir hier gegrätscht und jetzt hat Brandon Garcia sich verletzt. Brandon Garcia pulled up lame following that last play. Hamstring. An MRI will determine whether it's grade 1 or 2 tier. Also entweder ist es ein paar Tage oder ein paar Wochen, wo wir hier ausfallen. Hamstring, was war das jetzt nochmal? Jetzt muss ich mal schnell nachgucken. Irgendwas im Sprunggelenk oder was? Das gibt's doch nicht hier. Brandon Garcia muss vom Feld. Wir simulieren also zu Ende. Ja, verdammt, ey. Da hinten fährt noch der Freizeitpark. Es ist im Knie. Es ist eine Verletzung. Komm, hoffentlich zeigt jetzt gleich das MRT, dass wir nicht allzu lange ausfallen. Das gibt's doch nicht. So eine blöde Situation jetzt. Wird spannend jetzt gleich. So, wir simulieren also und hoffen, dass es jetzt nicht allzu lange dauert. Ja, wir können jetzt gleich mal gucken, wo wir überhaupt sind. Kalender, wir sind im Mai, 16. Mai. Oh ne, wir dürfen wieder mitmachen anscheinend. Dann hat es doch nicht so lange gedauert. Oh, Glück gehabt, dass es jetzt nur anscheinend ein Tag war, wo wir hier verletzt waren. Also wenn da im Knie was kaputt geht, dann kann uns das auch eventuell mal eine Saison kosten oder so. Ich habe hier auch schon gespielt und dann hat es mir mal den Knöchel zerrissen oder so und dann bin ich 3 Monate ausgefallen. Und das wäre natürlich jetzt tödlich gewesen, gerade wo es so gut läuft. Aber hier, wir sind noch wieder im gleichen Stadion und anscheinend war es nur dieses eine Spiel. Also es war wohl anscheinend irgendwie nur eine Zerrung oder irgendwas im Knie. Also vielleicht sollten wir uns überlegen, ob wir da irgendwie sinnlos nochmal rumsliden. Boah, das hat mich jetzt wirklich geschockt hier. Da hatte ich ja jetzt gar keinen Bock drauf, hier auszufallen. Na egal, wir gehen in das Spiel hier. Versuchen einfach wieder an unsere Leistung anzuknüpfen. Direkt jetzt mit einem Homerun am besten, das alles vergessen zu machen. Dadurch erstmal der Ball hier.
Ach, der geht zu hoch, glaube ich. Das gibt keinen Home Run. Ah, nee, da wird er weggepickt. Wir gehen vom Feld. Simulieren, was passiert. 1-0 für den Gegner. Aber wir wieder am Schlag mal. Die Sonne geht schon wieder unter hier. Ah, knapper Strike. Ja, der Curveball geht vorbei. Ein Ball, ein Strike. Ach, schade, Timing war gut, aber wir treffen den Ball nicht richtig. Ach, der war zu hoch. Aber Foulball wenigstens. Haben wir auch viel zu spät dran. Seltener Fehler von Garcia hier. Da waren wir zu früh dran, aber trotzdem berühren wir den Ball. Alles gut, immer noch ein Ball, ein Strike. Ja, wir bringen den Pitcher hier ans Arbeiten auf jeden Fall. Wäre gut, wenn jetzt auch was dabei rumkommt. So, der war zu weit innen. Zwei Balls, zwei Strikes. Komm, werd nervös, Mann. Jawohl, Gott. Gibt's doch nicht. 8 Pitches und dann sowas. So, Pedro Franco am Schlag mal. Ein Home Run hat er schon im Spiel. Diesmal aber nicht. Diesmal fliegt der Ball nämlich in unsere Richtung. Komm schon. Ja, komm. Jawohl, den haben wir. Sehr schön. Wir machen uns hier draußen. Direkt wieder am Start. Elvis Pina hier diesmal. Immer noch 1-0 die Führung. Im Bayfront Park hier. Komm. So, auch den haben wir. So, offensiv 0 für 2 heute. Ein Base-Hit brauchen wir jetzt. Um unsere 30% hier zu halten. Der geht mal außerhalb hin. Immer noch der gleiche Pitcher hier. Macht einen guten Job. Ach Gott, den hätten wir nicht nehmen dürfen. Der war zu weit oben. Ist das hier die Verletzung, die Garcia beeinflusst? Kann eigentlich nicht sein. So, wieder gegen Elvis Pina. Konzentration hier. Brauchen den Ball. Den kriegen wir nicht, oder? Den kriegen wir nicht, oder? Komm. Doch, den haben wir. Sauber. Sehr schön von Garcia. Dachte nicht, dass ich so schnell da hinkomme. Aber okay, so kann es gehen. Immer noch 1-0. Was ein Low-Scoring-Game hier. Da wäre doch jetzt mal ein schöner Home Run geil. Neuer Pitcher ist am Start für die Wahoois hier. Der bringt direkt mal einen Change-Up hier unten in die Zone. In meinen tiefen Bällen habe ich ja eh Probleme. Ach, schon wieder so ein Pop-Up. Was ist denn da los heute? Ja, das Hinterfield dann natürlich leichtes Spiel. War es das jetzt hier für diese Folge? Ne, wir kommen in der Defensive nochmal zum Einsatz. Aber sieht nicht gut aus. Immer noch 0-1 hier, der Rückstand für unser Team. Ich hoffe, ich komme im 9. Inning nochmal ran. Oh, der ist wieder sehr weit nach vorne. Wir müssen hier wieder laufen. Aber Brandon Garcia hat den. Gut, der Wurf war etwas überflüssig hier. Oh, jetzt gibt es das 2-0. Und damit ist das Spiel hier zu Ende. Wir verlieren hier im Bayfront Park. In meinem ganzen Schock weiß ich nicht mal, wie das letzte Spiel ausgegangen ist. Ob wir da auch verloren haben. Egal. Oder was heißt egal? Ändern können wir es eh nicht mehr. Kein Hit für Garcia in diesem Spiel. Also Hitting Streak beendet. 6 Spiele hat er gehalten. Jetzt wieder ein Spiel ohne Hit.
Dennoch sind wir hier immer noch auf einem guten Weg, auch wenn dieses eine Spiel jetzt hier vielleicht nicht so top war. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch ein paar Spiele gegen die Blue Wahoos. Die gucken wir uns aber in der nächsten Folge an. Bis dahin, ja, was heißt bis dahin? Ich muss erstmal verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge hier wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Folge wieder. Und ich hab's im Gefühl, nächste Folge geht's nach oben. Nächste Folge kommen wir in die AAA-Liga. Ich weiß nicht warum, aber irgendwas sagt mir das. Vielen Dank auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, euer Paddy hier bei Game Testicle HD. Ciao, Leute!